muss jetzt mal was ausprobieren. Ob ich... Nee, aber dann greift doch sofort den Gegner an, oder? Snout Beetle, was haben die Lollies? Lollies. Also, ich nähere mich jetzt mal einem, hoffentlich nur einem Snout Beetle. Nicht ihm hier. Wo ist das andere Pet? Das andere Pet ist weg, oder? Ich den jetzt einfach ersetzt? Und der hat weniger Leben. Das ist ja brutal. Das ist ja richtig brutal. Okay. Ist einfach verschwunden. Krass. Das ist mal krass. Naja, hat auch gut Leben, aber schon irgendwie ein bisschen traurig, dass man nicht zwei Pets haben kann. Naja gut, dann wäre es auch overpowered. Ja, dann so eine ganze Pet-Armee, mit einer Pet-Armee zu einem Boss geht. Aber cool ist es schon. Hier, warte mal. Ah, Äpfel bin ich voll. Biter, die kann man auch mit irgendwas zähmen. Ich weiß nur nicht, ob ich das habe. Okay, hier ist ein Übergang. Weil ein Fluss ist dann schon irgendwie ein Problem. Obwohl, wenn ich, wenn das Ding ins Wasser fällt, ich kann ja einfach zu einem Shrine of Life mich teleportieren und dann müsste das ja mit teleportiert werden. Bin ich überhaupt richtig? Nee, ich laufe komplett in die falsche Richtung. So, dafür wird's langsam Abend. Ich habe nicht gesehen, ob man Kühe zähmen kann. Ach ja, das war ja hier der... Nee, was ist das hier? Das sieht... Das ist auch so generiert wie so ein Mana-Tree, aber hier ist nichts. Was bist du? Treasure Spirit. You received the treasure spirit. Aha. Da hat mir nie jemand erzählt, dass es hier was gibt. Das ist ein Mana Tree. It will help you to find treasures in the Asrio Plains. Krass. Und wie macht man das? Wie macht man das? Nee, wo ist das? Hier muss es irgendwo sein. Da. Ja, und jetzt? Wäre cool, wenn dann irgendwo auf der Map irgendwas da wäre, aber... Also zunächst mal finde ich es krass, dass mir keiner von den NPCs hat mir was erzählt über ein Treasure Spirit. Und wie das jetzt genau funktioniert. Also, naja, vielleicht muss ich da erst ein bisschen in der Nähe sein von einem Schatz. Jetzt bin ich hier. Hier war ich auch noch nicht so richtig. Habe ich noch nicht so richtig umgeguckt. Da oben ist irgendwas. Das sieht so ein bisschen nach Lore aus.
Hornissen? Hornissen kann man, glaube ich, auch mit irgendwas zähmen. Hallo? Also, you obtained the Spirit Bell. Ja, immer nur Spirit Bell. Miraculous. Ja, da habe ich. Oh. Wow, you found it? I'm so jealous. Ja. Komm ich denn da hoch? So. Examine. Ein Buch. Dark magic was widely used in the cult of Desriar. Das ist alles. Sag mal. Jetzt ist hier Lore increased to 10%, aber... Ich war doch schon... Oder fängt das dann wieder von vorne an? War ich jetzt schon mal bei 100%? Also nicht, was das mir bringen soll. Also hier steht ja immer nix. Das Lore-Level. Oder Prozentzahl. Keine Ahnung, aber das ist auch ziemlich broken. Das ist irgendwie wirklich nur für den Spaß und... So richtig bringen tut's einem nix. So. Kann ich die so besiegen? Oh, geht so. Ich schätze mal, ich kann dann nicht kämpfen. Ja. Na, das klappt doch gut. Ich weiß nicht, ob... Ich müsste mal so ein bisschen drauf achten, ob mein Pet auch wirklich Schaden macht. Gegen solche Gegner hier. Weil... Kann ich mal so einen einzelnen anlocken? Na gut. Wenn ich den schon mit 3 Schuss platt mache... Okay, mein Pet macht Schaden. Zumindest gegen so kleine Gegner. Und macht sogar so eine coole Ausweichrolle. So, da drüben. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass das Pet das nicht sehr lange überleben wird. Also. Ja, oder es müsste irgendwo... Ich kann dem auch nicht sagen, dass es stehen bleiben soll. Das wäre cool, wenn ich das irgendwo positionieren könnte, wo es dann einfach nur, wo der Käfer dann einfach nur halt spuckt und schießt. Das wäre cool. Okay. Der Boss ist da. Ich möchte mich aber mal heilen. Dann ist die Frage, wie wir das angehen. Wir hätten hier noch einen NPC. Die anderen sind, glaube ich, tot. Das ist bescheuert. Könnte ich mir noch... Moment, ich muss mal gucken, ob ich mir noch Live-Potions machen kann. Nein, ich hab... Wo habe ich... Ich habe noch 2 leere Flaschen. Na komm. Ich gehe mal eben schnell zum Wasser. So, bei der war ich schon, bei der Insel, ja. Oh, aber jetzt geht das Pet dann auch wieder ins Wasser, oder? Also nicht mal... Muss ich nicht mal da bleiben? Oder kann ich das so machen? Muss ich wirklich im Wasser stehen?
Da, Water Flask requires water. Aber du bleibst da stehen, ja? Du gehst jetzt nicht. Ah, der rennt auch immer so in so komischen Bögen. Na super. Du hast es echt drauf. So. Hier, Potions. Genau. Ich will wenigstens 5 Life Potions. Und jetzt schafft das wieder nicht hoch. Das ist so komisch. So, irgendwann hat das dann von alleine geschafft, aber das ist mehr Zufall. Ist auch suboptimal. Ich meine, da kann man ja mit Pet überhaupt keine Flaschen auffüllen. Keine Heiltränke machen. Dann halt ohne Pet. Okay, jetzt geht's doch mit Teleportieren. Okay. Gut, 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 gut. Muss nur weit genug weggehen. So, wie machen wir das am geschicktesten? Vielleicht, dass mein Pet hier steht und ich bin mehr so da drüben und das Pet schießt dann von der Seite drauf. Das wär's doch. Ist nur die Frage, ob ich nicht doch die andere Waffe nehme. Damage wäre hier gleich, aber das ist der Wirbelwind, das ist langweilig. Halt so schon mehr Schaden irgendwie. Ich muss, glaube ich, gleich mit der Ulti anfangen, damit die sich schnell wieder auflädt. Yo, und der ist so schnell. Warum ist der so schnell und warum bin ich so langsam? Ich verstehe das nicht. Ja, warum? Ich komme nicht weg. Ich komme einfach nicht weg. Das gibt's doch nicht. Und das macht das Ganze so ätzend. So, ist mein Pet schon tot? War fast. Okay, mein Pet ist da. Und mein Pet hält sogar ziemlich gut durch. Krass. So, Ulti ist da. Und hat fast nichts gebracht. Ah. Pet ist echt der Hammer. Ja! Und wie viel hat es ihm abgezogen? Boah, das regeneriert halt auch übelst schnell. Aber es hat... Du hast weniger als vorhin, oder? Hattest du nicht vorhin mehr Leben? Also mehr maximales Leben?
Was? Oder ist es gestorben und wieder gerespawnt? Ach, keine Ahnung. Alter. Also ohne Pet hätte ich das wieder nicht geschafft. Weil das halt die Akro weggezogen hat. So, jetzt gucken wir mal. 1095. Ja, das hat ganz gut Goldmünzen gegeben. Und wir haben ein Schild, das nützt mir nix. Aber ein Woodwand. Macht der Laserstrahlen? Ein gelber? Ich glaube, mal ausprobieren. Der hier. Plus 54. Was war denn jetzt hier? Das da. Ja, das ist besser als das. Das ist ein gelber Laserstrahl. Dann kann ich die one-hitten. Quasi one-hitten. Ha. Das gefällt mir ganz gut. Dann könnten wir doch vielleicht nochmal... Also gut, ich spreche jetzt erst nochmal mit dem NPC hier. Damit die sich auch freuen. Hallo. Thank you very much. Okay. Aber es gibt dann nicht noch eine Belohnung oder so. Naja. Wow. Aufregend. Aufregend und es hat sich wirklich gelohnt. Ich wollte ja fast schon abbrechen hier, das Let's Play. Und dachte mir dann noch so, ja komm, ein Pet könnte ich mir ja noch gönnen. Und siehe da, das Pet hat mir einfach mal den Hintern gerettet. Eigentlich muss ich dem jetzt noch einen Namen geben. Ah, jetzt hat er wieder mehr Leben. Krass. Du heißt... Du heißt Karl. Karl der Käfer. So. Wir reiten jetzt zum Nekromanten. Wer doch gelacht? Na gut, es kann durchaus sein, dass ich trotzdem sterbe. Weil der Nekromant, der hat natürlich wieder seine Ulti. Ich habe jetzt 1340 Leben. Aber reicht das? Weil die Ulti, ich glaube, die hat 4 Hits. Und ein Hit macht irgendwie gefühlt 300 Schaden. Dann würde das... Achso, hier unten. Dann würde das... Naja, vielleicht so, dass ich es gerade so überlebe. Aber ich habe nur noch 3 Heiltränke. Ist auch ein bisschen wenig. So, die da sind gut. Aber das nützt mir nichts, weil die sind so weit weg. So, da. Da sind wir. Ich würde ja zu gern erst die Kleinen wegmachen. So, einer weniger. Holen wir uns mal den daran. Der ist auch weg. Der ist auch weg, das geht ganz gut mit den Kleinen hier. Also wirklich gut. Schon leicht OP jetzt der Zauberstab. So, ein kleiner noch. Und es wird dunkel, oje. Oje. So, und jetzt mache ich hier auch wieder zuerst die Ulti. Überlebt mein Pet den seine Ulti wahrscheinlich auch nicht.
Okay, komm, das muss doch jetzt reichen. Jawohl, Alter, ging das schnell. Aber die Bossmusik ja noch gar nicht richtig angefangen. Boah, bin ich jetzt OP. Und zusammen mit dem Viech, mit Karl meine ich natürlich, mit Karl dem Käfer, ist man dann halt richtig OP. Was habe ich denn hier noch? Okay, Iron Great Mace auf Amatra. So eine Art Morgenstern oder so. Handsome Woodstuff, das ist ja süß. Aber der nützt mir nichts. Und hier ist der Delicate Key. Ich sammle erst nochmal die Kohle ein. Und dann widmen wir uns dem Gnom. Wo war der denn jetzt? Da vorne. Also ich hatte den jetzt so schnell besiegt, dass der überhaupt nicht seine Ulti zünden konnte. Hätte ich ja fast gerne mal ausprobiert. Huch, da war gerade Schwarzbild. Ich weiß nicht warum. Help. Ja. Hier, Delicate Key. I'm grateful. Good work. Aber du kannst da gerne rausgehen. Steht da mitten in der Streckbank drin. Wie jetzt? Ist der nochmal stärker? Jenna's Brilliant Woodstaff, der ist nochmal stärker, krass. Aber das ist... Was? Now you can supply the shops in the Asriel Plains with better items. Da bin ich mal gespannt, ob ich da noch was finde. Aber das ist jetzt, glaube ich, wieder einer mit Wirbel. Ja, das ist einer mit Wirbel. Ich meine, das ist cool, aber... Ich kann jetzt halt fast mit dem normalen Angriff one-hitten. Also ist so schwer zu zielen immer mit dem Ding. Finde ich zumindest. Der Laserstrahl ist halt echt das Einfachste. Alter, ist das OP. Ich meine, wenn man so dann in diesen Dungeon mit dem Amulett geht, dann... Da spaziert man doch dann auch einfach so durch, oder? Jetzt habe ich 1500 Leben. Ja. Gefällt trotzdem der hier besser. Okay. Tja, dann. Jetzt bin ich aber. Also, wenn es da nicht noch irgendwo dazwischen immer nochmal Sachen gibt. Da gab es ja das Ding. Hier hatte ich jetzt aber auch nichts gefunden. Habe ich hier mal einen Schnee? Warum ist hier eine Markierung? Ich weiß es nicht. Ansonsten hier kann es hier noch was geben in dem Bereich. Hier in dem Bereich, keine Ahnung. Das sieht man ja auch hier, die Mana Trees. Okay, das ist schon sehr auffällig in der Landschaft. Der hier nicht so sehr. Ach, wisst ihr noch damals, wo ich hier bei diesem Mana Tree überhaupt nicht wusste, was los ist? Das war noch Zeiten. Das da sieht halt auch so auffällig aus. Als ob es hier noch irgendwas geben könnte. Da irgendwas drin ist? Ich habe keine Ahnung. So. Aber ich bräuchte, wenn ich, also falls es noch irgendwo einen Boss gibt, dann bräuchte ich eh erstmal Glasflaschen. Ich gehe mal zurück ins Dorf. Und dann mache ich vielleicht nochmal eine Tour und dann, ja, müsste ich eigentlich so ziemlich fertig sein mit dieser Region.